Ja, jetzt dauert es wirklich nicht mehr lang, bis am 29. September die Nationalratswahl stattfindet. Und da das Hochwasser in den letzten Tagen natürlich den Wahlkampf völlig überdeckt hat, thematisch, versuchen die Parteien jetzt noch so viel wie möglich zu Wahlkämpfen und sozusagen noch ganz viele Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Sie führen fast alle samt bis fast zur letzten Stunde Wahlkampf und das Ganze endet dann in Wahlkampfabschlusskundgebungen und zwar für fast alle Parteien am Freitag vor der Wahl, also in genau einer Woche in Wien. Nur eine Partei macht es am Samstag, die SPÖ, und zwar auch in Wien. Und wo genau, das sage ich Ihnen jetzt. Ich habe mir das natürlich nicht notieren müssen, denn das sind so viele Informationen. Nun, am Freitag beginnt die Regierungspartei, die ÖVP, die Kanzlerpartei, voraussichtlich vor ihrer Parteizentrale, das ist ja in der Lichtenfelsgasse. Die Kommunisten, die KPÖ, visieren 11 Uhr vormittags etwa an, und zwar direkt vor dem Parlament. Am Nachmittag geht es dann um 16 Uhr weiter, wo gleich drei Parteien gleichzeitig ihre Wahlkampfabschlusskundgebungen abhalten werden, nämlich zuerst einerseits natürlich die FPÖ, die ihr großes Finale am Wiener Stephansplatz abhalten wird, gleichzeitig die Grünen am Maria-Theresien-Platz und die Neos auf der Freiung. Ja, und dann eine Stunde später geht es weiter mit der Bierpartei am Platz der Menschenrechte. Und die hat ja auch einiges noch aufzuholen, denn sie ist ja in den letzten Tagen in den Umfragen deutlich gesunken, nämlich auf etwa 3% wegen der schlechten Performance des Spitzenkandidaten. Also hier ist es wirklich offenbar sehr wichtig, noch einiges nachzuholen im Wahlkampf. Gut, also, und danach geht's weiter, wieder eine Stunde später um 18 Uhr mit der Liste Madeleine Petrovic. Sie lädt ein in ihr Parteilokal, das ist in der Wilhelm-Exner-Gasse. Und auch die Liste Keine, also diese ehemals Wandel, veranstaltet am Freitag ihre Wahlkampfabschlusskundgebung. Allerdings ist hier der Ort und die Zeit noch nicht bekannt. Das wird in den nächsten Tagen wohl bekannt gegeben werden. Bleibt also noch eine Partei übrig, nämlich die Sozialdemokraten. Ich habe es Ihnen ja gesagt, die machen es am Samstag und zwar ab 10 Uhr am Viktor-Adler-Markt, also an einer Adresse, die an einen ganz großen österreichischen Sozialdemokraten erinnert, nämlich Viktor Adler eben. Der war ja niemand geringerer als der Begründer der SPÖ, damals im Jahre 1889. Ja, also, jetzt ist es wirklich bald soweit mit der wohl richtungsentscheidendsten Wahl seit jeher.